Die Mannschaft und das Trainerteam sind top. Das ist das Narrativ, das Sportdirektor Sven Mislintat beim VfB Stuttgart seit Wochen pflegt. Fakt aber ist, im Endspurt der Hinrunde eine Ergebniskrise und Platz 16 wiegt sich der VfB in einer falschen Sicherheit. Wie groß ist die Abstiegsgefahr wirklich? Darüber sprechen wir heute mit Gonzalo Castro, der ja bis Sommer selber noch beim VfB unter Vertrag stand. Und der erzählt uns auch, ob es ein Fehler war, ihn gehen zu lassen. Und eine klare Antwort gibt's von ihm, ob er sich eine Rückkehr zum VfB vorstellen kann. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, liebe Freunde, dass ihr wieder am Start seid bei Was geht Bundesliga? Jeden Donnerstag am frühen Abend ist der Kicker-Kanal euer Zuhause. Wir analysieren heute den VfB Stuttgart im Detail und haben auch am Ende eine Instagram-Fanfrage von euch an Gonzalo Castro mit am Start. Kommentiert unter dem Video aber erstmal, was ihr sagt zu unserer Frage der Woche. Die lautet: Wie groß ist die Abstiegsgefahr für den VfB Stuttgart? Haut da mal ordentlich in die Tasten und drückt auch noch mal ein bisschen den roten Knopf da, denn wir stehen kurz vor den 60.000 Abonnenten. Jetzt muss ich kurz mal überlegen, dass ich nicht das Gleiche immer sage. Ja, komm, egal. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Ja, was ist da los beim VfB Stuttgart? Darüber sprechen wir heute mit einem Mann, der bis Sommer selber noch beim VfB unter Vertrag stand. Schön, dass es geklappt hat. Gonzalo Castro, moin. Hi, guten Tag. Ja, wir sprechen natürlich am Ende auch noch ein bisschen über deine persönliche Situation. Haben da ja auch eine Fanfrage bekommen. Das interessiert die Jungs und Mädels natürlich auch. Aber lass uns erstmal durchstarten mit dem VfB. 4 Pflichtspielniederlagen in Folge. Seit 6 Partien ist Stuttgart sieglos. Woran hapert es da aktuell aus deiner Sicht? Das sind viele Gründe, glaube ich, die jetzt mit dazukommen. Wir hatten im Sommer so einen kleinen Umbruch gehabt. Viele sind gegangen, viele neue, vor allem junge Leute sind gekommen. Die müssen sich erstmal ein bisschen adaptieren auf das Niveau Bundesliga. Dazu kommen noch dann im Sommer Vardaro Olympia gehabt. Man sieht, dass er ein bisschen müde ist. Sascha Kalajdzic verletzt, der letztes Jahr 16, 17 Tore gemacht hat. Silas, der weggebrochen ist, dann Ende Saison und jetzt immer noch fehlt am Anfang der Saison. Und es ist zwar ein Sprichwort, aber es ist immer die zweite Saison in der Bundesliga, ist immer die schwere als erste. Und man merkt auch bei vielen Jungen jetzt mit Fans, kommen neu hinzu, dass halt eine Stimmung da reinkommt, dass nicht alles so selbstverständlich ist. Das kommt auch hinzu im Kopf dann mit vielen Sachen. Und wenn du natürlich dann erst ein paar Spiele verlierst, dann ist es halt für den Kopf auch nicht so einfach. Aber was ich so jetzt gesehen habe in den letzten Spielen, war auf jeden Fall besser. Ja, also auf jeden Fall Verletzungspech, die Corona-Fälle, das muss man natürlich ansprechen. Das spielt eine sehr große Rolle. Trotzdem finde ich, wenn man sich jetzt so den Kader anschaut, ist eines auffällig. Du hast viele talentierte Jungs, die das auch schon gezeigt haben, was für ein Potenzial in ihnen steckt. Und trotzdem hat man so das Gefühl, ein, zwei erfahrene, gestandene Bundesligaspieler würden dem Kader schon gut tun. Mal ganz salopp gefragt, war es ein Fehler vom Verein, dich im Sommer gehen zu lassen? Also, das kann ich so nicht beurteilen direkt. Also es ist klar, es ist immer gut für so eine junge Truppe, wie wir letztes Jahr schon gesehen haben, dass wir ein, zwei ältere Spieler hatten, die Situation so kennen, wenn es mal so sein sollte, wo du ein paar Spiele verlierst. Aber der VfB hat sich für so einen Weg entschieden, dass sie sehr viele Junge herantragen wollen. Dazu haben sie auch ein super Trainer, der das schafft, der die Jungen auch mitreisen kann mit seiner Idee vom Fußballspielen, das dazu auch passt. Das werden wir am Ende der Saison sehen, ob es jetzt dafür gereicht hat oder nicht. Ich hoffe es natürlich, dass sie drin bleiben. Es wird ein schwieriger Weg. Aber nichtsdestotrotz sind da trotzdem noch viele Jungs, die letztes Jahr auch schon dabei waren, die die Bundesliga kennen, die auch das Niveau kennen. Und die müssen es dann, die vielleicht ein bisschen jünger sind, auch mal richten dann. Sportdirektor Sven Mislintat betont ja immer wieder, der Kader ist gut, der Trainer sowieso, nach dem Motto, das wird schon. Nun warst du ja vor 2 Jahren auch dabei, wo das alle dachten und am Ende seid ihr abgestiegen. Wiegen sie sich da vielleicht in einer falschen Sicherheit? Ja, ich weiß nicht, wie ich es gesagt habe, aber natürlich bin ich immer kein Freund von so Aussagen, ja, es wird schon, weil eine Saison zwar lang ist, aber trotzdem
jetzt nicht von heute auf morgen, dass du dann auf einmal 6, 7 Spiele gewinnst und du bist dann da raus. Ne? Es gibt ja noch andere Mannschaften. Es gibt so eine kleine Winterpause und danach kommen nochmal Spiele. Es wird auch nicht einfacher, sagen wir es mal so. Die Spiele werden jetzt nicht einfach. Das Restprogramm von VfB ist auch nicht so. Ohne mit Bayern, glaube ich, Wolfsburg in Köln. Aber so Aussagen sind natürlich sehr, sehr, sehr gefährlich, muss man sagen. Ja, und vor allem, wenn du sagst es, ne, wenn man dann in so einen Abwärtsstrudel gerät, kommt natürlich auch irgendwann der Kopf dazu. Ich meine, spielerisch, wenn man sich jetzt auch gegen den BVB anschaut, sah das gut aus, wirklich über weite Strecken. Auch die Mentalität stimmt, die Einsatzbereitschaft. Und trotzdem, du wirst es aus Erfahrung sagen können, irgendwann fängst du schon wahrscheinlich an nachzudenken, oder? Ja, weil irgendwann guckst du auf die Tabelle, es bleibt nicht aus und dann siehst du, okay, die Punkte sind nicht da, wir spielen zwar gut, aber die Punkte sind nicht da. Wir jetzt gegen BVB, es war mit einer der besten Spiele, die Saison gemacht haben, neben Fürth, glaube ich, von der Mentalität, vom nach vorne, von der Effektivität an Torschancen, die sie genutzt haben, war es mit das beste Spiel. Aber irgendwann kommt halt der Kopf dazu und irgendwann denkst du dir, okay, wir müssen jetzt mal Punkte holen, nur gut spielen reicht nicht. Ich bin halt gespannt, ob das die junge Truppe dann auch hinkriegt, diesen Schalter dann irgendwann umzulegen und zu sagen, okay, dann spielen wir halt vielleicht nicht so attraktiv, aber holen uns erstmal die Punkte und dann, wenn es wieder gut läuft, dann können wir wieder anfangen, Fußball zu spielen. Das bleibt, es ist ein Prozess und bin halt sehr gespannt, ob es klappt. Schalter umlegen ist dann ein gutes Stichwort. Worin liegt denn jetzt für dich die Hoffnung? Ist es die Rückkehr von einem Silas, der kehrt ja voraussichtlich schon am Wochenende zurück, genau wie Marmoush und Führich, Kalajdzic, hast du auch schon angesprochen, dann zur Rückrunde, wobei die ja auch wirklich lange raus waren und du weißt es auch, hast ja auch die eine oder andere Verletzung in deiner Karriere gehabt, da dauert es echt auch eine Zeit, bis man sein Niveau wieder erreicht hat. Was stimmt dich denn dann für den VfB positiv? Vieles. Man hat jetzt das Spiel schon gesehen. Philipp Förster war noch sehr lange raus. Er kommt jetzt langsam in Tritt. Mit Marmoush und Führich kommen natürlich zwei Spieler, die das Offensivspiel für den VfB beleben können, die mal eine 1-gegen-1-Situation schaffen können und Überzahl schaffen können und dadurch auch mal ein bisschen Raum für die anderen Spieler. Silas wird zurückkommen. Orell war sehr, sehr lange raus. Man hat auch gemerkt, in den Spielen, die er gespielt hat, er ist noch nicht fit, er ist noch nicht bei 100%. Es sind halt viele Kleinigkeiten, die so Hoffnung machen, dass es schaffen werden und schaffen können. Die Qualität ist auf jeden Fall da. Und wenn mal der Kader so langsam vollständig wird und von den Verletzungen Corona-Beklagten da alle rauskommen, dann denke ich, dass sie auf jeden Fall die Qualität haben, da rauszukommen. Die Trendwende wollen und können sie einleiten im Flutlichtspiel jetzt am Freitagabend zu Hause gegen Mainz 05. Unter anderem darum geht's jetzt in... Das schnelle Orakel ist zurück, Freunde, und das hört in dieser Woche auf den schönen Namen Gonzalo. Und ich sag dir jetzt die Partie und du mir dann deine Prognose. Schauen wir kurz auf die Spiele des 13. Spieltags und den, ich habe es gerade schon angesprochen, eröffnet ja der VfB zu Hause gegen Mainz. Schaffen deine Ex-Kollegen da die Kehrtwende? Ich hoffe es. Es hat auf jeden Fall, das letzte Spiel hat auf jeden Fall sehr viel Mut gemacht, ein gutes Spiel gemacht gegen BVB und jetzt müssen sie es einfach umwandeln in Erfolg und Ergebnis und dann werden sie es auch schaffen. Dann macht das vielleicht ja dem VfB-Fans schon mal ein bisschen Hoffnung, wenn du da die Einschätzung hast, dass es was wird. Dann kommen wir mal zum Rhein-Derby. Spannendes Duell, Köln gegen Gladbach. Definitiv. Beide Mannschaften gerade so ein bisschen, Gladbach auf jeden Fall im Aufwind. Die Kölner sowieso mit dem Verrückten an der Seitenlinie, sage ich mal positiv ausgedrückt. Es wird auf jeden Fall ein heißes Derby. Ich glaube schon lange nicht mehr so ein spannendes Derby, auch von der Tabellensituation. Und ich denke, es wird aber zum Unentschieden auslaufen. Dann kommen wir zu einem deiner Ex-Teams, die gestern wirklich einen dollen Rückschlag erhalten haben. Borussia Dortmund in der Champions League ausgeschieden, spielen jetzt beim VfL Wolfsburg, der ja auch in der Champions League verloren hat, aber zumindest in der Bundesliga auch wieder, wo der Trend nach oben zeigt. Da bin ich gespannt, wer sich am besten von der Niederlage erholt. Ich glaube, beim BVB ist die Niederlage noch größer. Die wollten unbedingt weiterkommen, haben es leider nicht geschafft. Beim Wolfsburg mit dem neuen Trainer sind sie gerade so ein bisschen, vor allem in der Bundesliga, im Aufwind, dass sie da die Spiele da gewinnen. Vor allem jetzt letzte Woche haben
zwar nur Rückstand 2-2 gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Ich bin eher für den BVB, aber es wird trotzdem ein spannendes Spiel. Ja, die Tendenz kannst du schon nennen. Was glaubst du? Ich hoffe oder ich glaube, dass dann der BVB gewinnt. Okay, dann können sie zeigen, ob sie sich da wirklich von erholen können. Das wird zumindest mental echt eine schwierige Aufgabe. Und dann haben wir noch einen Ex-Club, und zwar Bayer Leverkusen. Hast du ja auch einige Jahre verbracht. Die müssen nach Leipzig, auch ein schweres Spiel. 5-0 auswärts in Brügge gewonnen. Also die kommen mit ordentlich Selbstvertrauen daher. Ja, definitiv. Leipzig sowieso. Einen guten Kader, gute Mannschaft. Aber nichtsdestotrotz hat Leverkusen, glaube ich, über die letzten Wochen jetzt sich wieder ein bisschen gefangen. Zwar nicht so glanzvoll gegen Bochum gewonnen, aber die Punkte musste dann erstmal einsammeln. Es wird ein schweres Spiel. Ich glaube aber ein hochattraktives Spiel, weil beide Fußball spielen wollen, beide viele Tore machen wollen. Aber ich glaube, dass die Leipziger, glaube ich, durch den Rückenwind jetzt in der Champions League das Spiel gewinnen werden. So viel dann zum Prognosen-Schnelldurchlauf. Wer da noch nicht genug hat, der kann sich natürlich wie immer alles Wichtige durchlesen auf kicker.de, in der Kicker-App und im Heft vom Donnerstag. Und jetzt zum Abschluss haben wir dann noch eine Fanfrage an dich, Gonzalo. Okay. Die haben wir über Instagram bekommen. Ja, die Fans interessieren sich natürlich für deine persönliche Situation. Und deshalb fragt der Abdullah, Döner mit oder ohne Zwiebeln? Ohne bitte. Ja, ohne Zwiebeln. Das ist wahrscheinlich auch für die Person, mit der man dann so, die man dann so trifft, ist das wahrscheinlich auch die bessere Entscheidung. Genau. Nein, Spaß beiseite. Wir haben natürlich auch noch eine Frage zu deiner persönlichen Zukunft. Du bist ja aktuell vereinslos und da interessiert die VfB-Fans eine Frage, die haben wir tatsächlich öfter bekommen und nehmen jetzt mal die von Dani VfB. Wärst du offen für eine Rückkehr, falls der VfB doch nochmal anfragt? Ja, natürlich. Das hat jeder gewusst oder jeder weiß, dass ich mich einfach sehr, sehr wohl gefühlt habe in Stuttgart. Vor allem einfach bitter, dass es vor den Fans nicht war, wo ich mich verabschieden konnte im Sommer. Da war es halt noch leider ohne Fans. Es wäre einfach schön, wieder zurückzukehren und da nochmal so einen grünen Abschluss zu finden. Und vor allem das Sportliche auf jeden Fall der Mannschaft zu helfen. Und da bin ich an erster Linie gefragt, wenn ich zurückkehren würde, dass ich da den Jungs auf jeden Fall einiges auf den Weg geben kann und denen nochmal auf jeden Fall motivieren kann, damit sie es spätestens für die Rückrunde dann schaffen werden. Sie könnten dich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Aber ich frage mal ganz offen, Gespräche gab es da jetzt noch nicht? Noch? Betonung offen, noch? Nein. Bis jetzt kam noch nichts, aber ich glaube auch nicht, dass da was kommt. Da müssen schon viele Zufälle zusammentreffen. Und bis jetzt haben die auch, muss man auch sagen, einen guten Kader, der im Moment noch nicht so performt, wie der performen soll. Aber ich bin auf jeden Fall guter Hoffnung, dass es passiert. Also dann schöne Grüße an Sven Mislintat, der ja leider in Quarantäne ist, aber zum Glück symptomfrei. Aber hoffentlich schaut er das hier, sollte er natürlich, wenn er das sieht, dass Gonzalo Castro bei uns zu Gast ist. Dann, Gonzalo Castro wäre bereit. Das ist doch mal eine Aussage und ein schöner Cliffhanger vielleicht für die Winterpause. Wir verfolgen deinen weiteren Weg natürlich, wie den des VfB Stuttgart, ob es dann zusammen oder anderweitig ist. Danke dir, Gonzalo, für deine Zeit. Danke euch. Mach's gut, ciao. Danke, ciao. Leute, nächste Woche geht's hier so richtig ans Eingemachte, denn da sprechen wir natürlich über das Spitzenspiel BVB Bayern und über den Titelkampf. Und auch da werden wir wieder einen Special Guest am Start haben. Seid gespannt, wer da dabei ist. Und da ihr euch das natürlich nicht entgehen lassen solltet, lade ich euch auf eine Runde abonnieren und Glocke aktivieren ein. Liked dieses Video, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch gerne mal in unsere anderen Formate rein. Da findet ihr jetzt hier zwei Videos eingeblendet. Wir sehen uns nächsten Donnerstag. Adios.